Hier bekomme ich nicht das Ganze drauf, aber ist auch nicht so tragisch. Das ist eine Vitrine voller Goldobjekte. Das Gold hier hat man analysiert. Es hat einen Reinheitsgehalt von 83-94% ungefähr. Das hat man wohl aus dem Fluss gewaschen. Ja, mit dem Gold verhält es sich so, dass es meistens so kleinere Objekte sind, kleinere Plättchen. Und man hat die entweder einzeln als Schmuck verwendet oder auch also als Schmuck, den man als, als Dekorationsobjekt an sich, als Schmuck, den man am Körper trägt oder auch zur Dekoration von Bronzegefäßen. Wenn man zum Beispiel hier guckt, dieses gewundene Ding, das war wahrscheinlich irgendwo angebracht als Vergoldung in Anführungsstrichen. Das hier, diese beiden Objekte, diese gewundenen, könnten eventuell Halsreife dargestellt haben. Und dann haben wir hier noch ein längeres Objekt, das könnte eventuell ein Gürtel sein, beziehungsweise ein Schmuck für einen Gürtel oder aber auch ein Stirnreif. Die Dinge sind meistens punziert, man kann aber nicht immer und überall hier so Muster raussehen. Diese Stücke sind auch nicht so gut erhalten. Ich zeige euch dann später noch schönere, die deutlich besser erhalten sind. Hier noch kurz eine Übersichtsvitrine zu Jadeobjekten. Hier haben wir ein paar alte Bekannte. Oben links in weiß das Zhang, dieses Zeremonialzepter. Hier ein Zung, dieses Röhrchen, eine Bi-Scheibe. Die drei kennen wir. Die anderen sind auch Zhang, beziehungsweise noch, Rohjade, um es mal so zu sagen. Aber ich wollte euch hier nochmal ganz kurz zeigen, wie hoch die Jadeverarbeitung entwickelt war. Wenn wir uns zum Beispiel das Zhang hier angucken, es ist zwar beschädigt, aber hier sehen wir zum Beispiel Durchbrucharbeiten, hier auch. Mitten auf dem Körper, auf dem Schnittblatt, wenn man es so nennen möchte, obwohl es ja keinen konkreten Nutzen hatte. Und das Objekt, wir müssen uns vorstellen, dass diese Spitze, die nach links rausgeht, das ist unten war, das war ein Kinn. Und was sich oben so einkringelt, das waren zwei Hörner und das ist ein relativ häufiges Motiv hier. Ansonsten, was ich auch noch sehr auffällig finde, ist hier, wo die 5 dran steht, das ist so eine Kette. Das ist eine Kette aus Jaderingen mit den einzelnen Kettengliedern, die ineinander greifen und die ineinander beweglich sind. Also man hatte sogar aus einem Stein sozusagen eine bewegliche Kette mit verschiedenen Gliedern gearbeitet. Das ist wirklich wunderbar. Was man auch gefunden hat, sind Gräber. 2000 Stück ungefähr. An denen lässt sich auch allerhand ablesen. Also die meisten Bestattungen hier sind Einzelbestattungen. Es gibt ganz normale Begräbnisse. Es gibt ganz selten auch paarweise Bestattungen. Und es gibt nicht nur einfache Bestattungen, sondern auch sogenannte Sekundärbestattungen. Das bedeutet also, dass jemand, der verstorben ist, beigesetzt wird und dann zu irgendwelchen Zwecken, meistens religiös-kultischer Art und Weise, wieder ausgegraben wird, beziehungsweise seine Reste, Überreste wieder ausgegraben werden und die dann halt nochmal bestattet werden. Wenn ich mir zum Beispiel hier diese Grube angucke, wo wir gerade reingucken, dann sind die Knochen sehr kompakt zusammengestellt und sind sehr unnatürlich angeordnet. Das ist dann zum Beispiel ein Indikator dafür, dass es sich um eine Sekundärbestattung handeln könnte. Steht hier nicht bei, ob es eine ist oder nicht, aber ist jetzt gerade meine persönliche Einschätzung der Sache.